nur die andere Mannschaft. Wir wussten, das schwer ist gegen Aalen, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und die erste Halbzeit war gar nicht gut, haben auch angesprochen alles. Ja. Die zweite Halbzeit kam wirklich gut raus, haben Chancen erarbeitet, gut verteidigt. Ist wieder die Null, aber der Anspruch war natürlich, dass wir hier gewinnen. Wenn man immer das Ziel hat zu gewinnen, dann gibt man sich im Unentschieden auch nicht zufrieden, so ist das bei uns. Und ja, ist ärgerlich, aber ich denke, ist okay. Schweres Spiel heute, muss ich sagen. Kannst nicht jedes Spiel immer deine absolute Topleistung abrufen. Nichtsdestotrotz können wir wirklich mit der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein. Da müssen wir auch ehrlich zu uns selber sein. Zweite Halbzeit war, wie gesagt, ein Tick besser, aber ich finde auch noch nicht so gut, wie es die Spiele zuvor war. Also wir waren vielleicht dann besser als der Gegner, aber noch nicht so gut, wie wir sein können. Wir haben dann vielleicht bei ein, zwei Situationen ein bisschen Pech. Kopfball von mir an die Latte. Haben wir, glaube ich, noch einen Lattentreffer, glaube ich, wo du vielleicht 1-0 in Führung gehen kannst. Haben wir dann aber auch noch gut verteidigt vom Bender nach so einem Konter. Aber ansonsten sind wir natürlich mit dem Punkt nicht zufrieden. Wir sind ungeschlagen seit jetzt 5 Spielen, glaube ich. Vorher waren es 4 Spiele, die wir auch hintereinander gewonnen haben. Da ist vielleicht auch klar, dass Aalen mit einem gewissen Respekt hierher kommt und den Punkt mitnehmen will. Aber das ist ja jetzt auch nichts Neues in den letzten Spielen gewesen. Und von daher kann ich es nur noch mal sagen, mit der Leistung erster Halbzeit können wir nicht zufrieden sein, sind wir nicht zufrieden, wissen wir selber. Auf die von der zweiten Halbzeit können wir ein bisschen aufbauen, aber zufrieden sind wir deswegen trotzdem nicht. Ja, die Gefühlswelt ist gerade nicht positiv, weil wir halt einfach gewinnen wollen. Wir wollen unsere Spiele immer gewinnen und sind, das muss man halt einfach sagen, heute sehr schläfrig in die erste Halbzeit reingegangen. Wir hatten wenig Tempo in unserem Spiel drin, hatten auch nicht so den guten Spielaufbau. Natürlich hat es Aalen halt auch gut verteidigt, aber wir hatten einfach zu wenig Auftaktbewegung in der Tiefe, sodass man den Ball halt gut laufen lassen konnte. Hatten ja wenig Offensivdrang in der ersten Halbzeit und es war dann halt eine zähe erste Halbzeit. Fakt ist aber, dass wir dann nach der Umstellung in der zweiten Halbzeit wirklich richtig gut rausgekommen sind, hatten ein richtig gutes Spiel. Jeder wollte den Ball haben, jeder wollte das Spiel gewinnen. Hatten super Kombination, da waren hervorragende Stafettenball und hatten halt auch richtig gute Chancen. Und ist halt sehr, sehr schade, dass der Ball dann auch zweimal gegen das Aluminium tickt und nicht reingegangen ist. Also da hatte ich jetzt schon Vertrauen in meine Abwehr. Wir haben die beste Abwehr der Liga und die Jungs machen das halt einfach alle richtig, richtig gut. Und heute hat halt einfach das Tor in der Offensive gefehlt. Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ne? So, und wir haben den Anspruch, in Balingen zu gewinnen. Wir wissen, dass das ein ganz ekliges Spiel wird und ein sehr, sehr schwerer Gegner sein wird, die mit allem sich reinhauen werden, was nur geht. Aber da beschäftigen wir uns nächste Woche mit. Heute, jetzt müssen wir auch erstmal ein bisschen runterkommen. Das war echt eine stressige Woche, eine stressige Vorbereitung auf den Gegner. Und wollen dann einfach schauen, dass wir dann mit viel Frische, mit viel Leidenschaft auch in die nächste Partie reingehen.